Spotfight. Wir leben Wrestling. Es gibt ein Update zur aktuellen Situation von Ronda Rousey. Wie mehrere Quellen berichten, steht die ehemalige UFC-Champion-Titelträgerin nun kurz vor einem Vertragsabschluss mit der WWE. Zuletzt bestätigte sich bereits, dass sich sowohl Rousey als auch ihre MMA-Kolleginnen Jessamyn Duke und Marina Shafir im Training für ein In-Ring-Debüt bei der WWE befinden. Aktuelle Pläne sehen ein Match bei WrestleMania 34 zwischen den Four Horsemen der WWE und der UFC vor. Ob Rousey als Face eingesetzt wird, ist noch nicht bekannt. Nach WrestleMania soll sie wohl eine Fehde mit Charlotte Flair haben. Allerdings ist auch ein Programm mit Asuka im Hinterkopf der WWE-Offiziellen. Asuka gilt mit ihrem Asuka-Lock als Meisterin der Aufgabegriffe. Der Finisher von Ronda Rousey soll jedoch auch ein Submission-Griff sein. WWE plant fest ihre berühmte Armbar als Spezialaktion ein. So wäre das Aufeinandertreffen dieser beiden Submission-Spezialistinnen ein attraktiver Kampf, mit dem sich viel Geld verdienen ließe. Auf ihrer Tour durch die Vereinigten Arabischen Emirate kam es bei der WWE zu einem historischen Match zwischen Sasha Banks und Raw Women's Champion Alexa Bliss. So durften erstmalig bei einer Hausschau in Abu Dhabi zwei Frauen der WWE in den Ring steigen. In dem streng muslimischen Land war es den Frauen der WWE bis dato verboten, aufzutreten. Ihre Ringkleidung wurde dementsprechend angepasst. So waren beide nicht so freizügig im Ring zu sehen wie sonst. The Revival sollen bald wieder zurück ins WWE-TV-Geschehen kommen. In 4 bis 6 Wochen werden sie wohl pünktlich zum Start der WrestleMania-Season wieder in der Tag-Team-Division von Raw zu sehen sein. Es sieht so aus, als würde Universal Champion Brock Lesnar nicht ein Teil des im Februar stattfindenden Raw Pay-Per-Views Elimination Chamber sein. Zumindest wird aktuell nicht mit ihm geworben. Somit könnte Lesnar nach dem Royal Rumble erst wieder bei WrestleMania 34 im Ring stehen. Trotz aller aktuellen Gerüchte sehen die Pläne wohl weiterhin ein Match zwischen Lesnar und Roman Reigns vor. Achtung, möglicher NXT-Spoiler! Neben Rousey, Duke und Shafir befindet sich bekanntlich Shayna Baszler bereits seit dem Mae Young Classic bei der WWE. Auf dem YouTube-Kanal des Marktführers wurde nun ein Ankündigungsvideo eines neuen mysteriösen Superstars veröffentlicht. Dieser soll in Kürze bei NXT sein Debüt geben. Hierbei handelt es sich zu großer Wahrscheinlichkeit um Shayna Baszler. Hintergrund der Gerüchte ist das sogenannte Spades-Logo im Video. Baszlers Spitzname ist Queen of Spades, womit sie mit aller Wahrscheinlichkeit nach auch bei der WWE auftreten wird. Wie lange Baszler hinsichtlich der WrestleMania 34 Pläne bei NXT bleibt abzuwarten. Als möglicher Gegner wird Kairi Sane gehandelt.